So, meine Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie jetzt hier vor dem alten Südfriedhof begrüßen zu dürfen, zu unserer Führung im Monat der Spiritualität vom St. Michaelsbund. Es war der 12. April 1563, ein Ostermontag. Da wurde hier draußen nämlich der Friedhof offiziell geweiht. Ja, wir sind ja am alten südlichen Friedhof von München, einer der historischsten Orte unserer Stadt, über 450 Jahre Stadtgeschichte. Und ich werde jetzt eine Gruppe von Zeitungslesern und anderen Interessierten hier hoffentlich gut und bei gutem Wetter über dieses Gelände führen. Am 30. Juli 1801 hat er als erster Protestant das Bürgerrecht bekommen. Ja. Und man hat so geschrieben: Wir, der hochedle, wohlweise und löbliche Magistrat der hiesigen Haupt- und Residenzstadt, verfügen, Johann Balthasar Michel, Kaufmannssohn aus Mannheim, wird als Bürger und Weingastgeber in München gnädig, großgünstig an- und aufgenommen. Er war ein verlässiger Freund, heißt zumindest die Geschichte, vom Herrscher. Er hat dem Herrscher Geld geliehen gehabt. Das hat die ganze Sache ziemlich befördert. Ein meditativer Rundgang, gespickt mit historischen Daten und kurzen Anekdoten von kleinen und großen Persönlichkeiten. Und natürlich immer wieder Gedanken über das Sterben und den Tod. Zum einen, dass man natürlich ein Bewusstsein sich bilden kann über die Geschehnisse von einst, dass wir eigentlich stärker wissen sollten, woher wir kommen, denn nur dann kann ich wissen, wohin ich gehe. Aber auch natürlich sich vielleicht selbst mal die Frage stellen, ja, wie würde es denn mal mit mir selbst auf einem Friedhof aussehen? Jetzt wird hier nicht mehr beerdigt, aber letztendlich, es kommt auf jeden von uns zu. Und da kann man gerade an so einem Herbsttag wie heute vielleicht auch mal den ein oder anderen Gedanken an die eigene Endlichkeit verlieren. Zwischen 1844 bis 50 wurde dieser Teil hier angelegt neu. Der wurde wieder getrennt geweiht, erst katholisch und dann evangelisch. Da gab es noch keine ökumenische Veranstaltung dafür. Am 27. Februar 1850 durch Erzbischof von Reisach und dann am 5. März, dann also wenige Tage später, die protestantische Einweihung. Der meditative Rundgang über den alten Münchner Südfriedhof ist eine Veranstaltung des St. Michaelsbundes. Das katholische Medienhaus in Bayern begeht jedes Jahr im November den Monat der Spiritualität. Ohne jetzt pathetisch zu werden, also wenn hier noch beerdigt werden würde, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich auch einmal hier gerne liegen würde. Das ist jetzt nicht mehr so, aber doch, es gehört schon zu unserem Stadtviertel dazu. Es ist wirklich eine Oase auch der Ruhe und es ist eine der ganz wenigen Grünflächen auch bei uns hier in der Isarvorstadt. Und dass dennoch die Würde des Friedhofs, diese Einzigartigkeit des Ortes bis heute gewahrt ist, das ist schon sehr beeindruckend, jedes Mal aufs Neue. Man konnte innehalten, man hat sehr viel Interessantes erfahren auch. Auch teilweise konnten wir auch mal lachen, aber auch nachdenken. Also ich fand es sehr schön und finde es schön, dass es so Angebote gibt. Also tolle Veranstaltung. Hat sich wirklich gelohnt, dass ich von Erding hierher gefahren bin, den weiten Weg. Und man sieht, was wir für Kultur haben in Bayern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir im Glauben verhaftet sind und einmal sehen, wo wir eigentlich herkommen. Also ich finde, der Herr Ertl hat gerade sehr schön gezeigt, was für ein lebendiges Zeugnis ein Friedhof nach wie vor ist für die Münchner Geschichte. Und ich fand es sehr schön, dass er am Schluss sich auch noch mal getraut hat, das Thema eigener Tod anzusprechen. Ich denke, das war sehr berührend. Alles ist endlich. Das begreifen wir nicht nur auf einem Friedhof hier. Und damit darf ich Sie entlassen. Es hat mich sehr gefreut. Sie waren ein wunderbares Zuhörpublikum. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen, zumindest auch gefallen. Ja, gut. Thank you.